mir ziemlich sicher, dass die großartige Josephine Baker, deren Bild ihr im Vorspann gesehen habt, genauso begeistert gewesen wäre von diesem Armband, wie ich es bin. Das Armband hat eine Komplettlänge bis zur ersten Einhakmöglichkeit von 17,5 cm zuzüglich ca. 4,5 cm Verlängerung. Als ersten Schritt nehmt ihr euer Baumwollband oder Lederband oder irgendein Band, was ihr zu Hause genommen habt, und schneidet es in einer Länge von ca. 13,5 cm ab. Ihr nehmt so viele Stränge, wie ihr braucht, um sie nebeneinander passend in eure Klemmhülse zu legen. Bei mir sind das 9 von den Baumwollbändern. Das sind jetzt meine Bänder. Und jetzt nehmt ihr euch ein bisschen Tesafilm oder Klebeband besser gesagt und klebt es so, dass es von beiden Seiten klebrig ist. Jetzt legt ihr eure Schnüre darauf und fixiert sie auf dem Klebeband, sodass ihr diese schön nebeneinander legen könnt und sie euch nicht wieder verrutschen. Nun nehmt ihr das eine Klemmblech und füllt es innen mit Kleber aus. Und als nächstes legt ihr eure Schnüre hinein. Achtet darauf, dass die erste Schnur bzw. die letzte Schnur vor der ersten Zacke liegt. Zusammenknipsen. Das lasst ihr jetzt bitte eine Stunde trocknen. Und die andere Seite arbeitet ihr dann genauso. Nun schneidet ihr euch von eurer Kette 6 Stücken ab in der Länge, in der euer Baumwoll bzw. euer Fadenelement lang ist. Ein kürzeres Stück Kette können wir dann gleich als Verlängerungskettchen benutzen. Nun können wir schon mal damit anfangen, die einzelnen Kettenelemente und das Mittelelement mit einem Ringel an den Kettenverbindern anzubringen. Dazu biegt ihr euch die Ringe seitlich auf, gebt sie um den Verschluss und an den Kettenverbinder. Die Ketten gebt ihr in 3er-Strängen auf einen der Ringe und den könnt ihr dann später auch wieder an den Verbinder hängen. Mit den Verbindern verbinde ich jetzt dieses Baumwollelement mit den Ketten. Ich orientiere mich jetzt bei dieser Figaro-Kette an den etwas größeren Kettenelementen. Ihr verteilt es einfach gleichmäßig auf das Armband. Ich gebe das Kettenglied hinein und auf der anderen Seite auch das andere. Im gleichen Zuge fasse ich auch das Baumwollband. Und biege dann einfach den Verbinder auf der Rückseite zu. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite in genau dem gleichen Abstand auch. Und noch einmal, zweimal hier verteilt gleichmäßig auf dem Band. Zum Verbinden dieser einzelnen Kettenstränge mit dem Baumwollband könnt ihr natürlich genauso gut die Ringel nehmen. Für den Fall, dass ich es jetzt noch nicht gesagt hatte. Als nächstes verbinden wir die beiden Ketten jetzt mit diesem mittleren Element. Dazu nehmt ihr auch wieder einen Verbinder oder eben genauso gut könnt ihr mit den Ringeln arbeiten und verbindet erstmal die beiden äußeren Ketten miteinander und danach das innere Kettenglied auch wieder mit den mittleren. Ihr könnt sehen, dass immer diese beiden Bereiche miteinander verbunden werden und das macht ihr jetzt mit diesen ganzen anderen Bereichen genauso. Nun können wir das Armband fertigstellen, indem wir auf der einen Seite das Verlängerungskettchen anbringen, auf der anderen Seite den Karabinerverschluss. Dazu einfach den Ringel wieder seitlich öffnen, einhängen, Karabiner bzw. Verlängerungskette einhängen, zubiegen, fertig. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das sieht ja jetzt schon ganz toll aus, dann hört ihr einfach auf. Aber wenn ihr dieses hübsche Element in der Mitte auch noch basteln wollt, dann bleibt noch ein bisschen dabei. Von eurem Draht schneidet ihr euch ein ca. 15 cm langes Stück ab. Nehmt eure erste Paillette. Ich habe diesmal eine mit
mit dem Loch in der Mitte benutzt. Einmal durchstechen, dann nehmt ihr eure Perle auf, die ihr benutzen möchtet, zieht sie darauf und dann geht ihr durch das Loch der Paillette zurück. Anziehen und schon sitzt das Ganze. Die nächste Paillette aufziehen und den Vorgang genauso noch einmal machen. Und zwar so lange, bis euer Paillettenelement einmal schön in diesen Knopf hineinpasst. Wenn ihr jetzt eure Glasschliffperlen auf die Pailletten aufgefädelt habt, dann gebt ihr sie einfach zu einem schönen Kreis zusammen und verdreht auf der Rückseite die beiden Drahtenden einfach miteinander. Den kürzeren Draht, den könnt ihr jetzt abschneiden, den brauchen wir nicht mehr. Und nun kommt unser Knopf zum Einsatz. Wenn ihr eure Blüte zusammenstellt, dann achtet darauf, dass die beiden Knopflöcher frei bleiben. Denn irgendwie müssen wir das Ganze da ja auch befestigen. Jetzt wird das Ganze hier durch das Knopfloch gezogen und an dem Knopf fixiert. Dazu gebt ihr am besten den Draht einmal von innen durch das Knopfloch und dann auch nochmal so auf der anderen Seite, so dass der Ring auf beiden Seiten an dem Knopf fixiert wurde. Als letzten Schritt befestigen wir jetzt diesen Knopf oder dieses wunderschöne Mittelelement auf diesem mittleren Bereich, der aus den Fäden besteht. Dazu im Prinzip immer nur um diese Fäden wickeln und durch die Knopflöcher wieder hochgehen. Das macht ihr so circa dreimal und dann wird dann noch eure Mittelperle integriert. Zum Schluss den Faden bzw. den Draht unten einige Male drum wickeln und wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze hier auch noch ein wenig vorsichtig flacher drücken. Und fertig ist euer rasend schönes Armband im 20er-Jahres-Stil.